Ich glaube, als nächstes könnten wir mal zum Telefon rüber machen. Ich meine, wenn das sowieso gleich ist, dann bietet sich das ja an. So, dann schauen wir mal, was El Diablo so für uns hat. Ich meine, irgendwie scheinen wir ihn ja beeindruckt zu haben, ne? Dass er uns jetzt hier als Arbeiter für sich möchte. Gran Turismo. This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are getting a reputation on the streets. There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints wins the prize. Okay. Schnapp dir einen schnellen Wagen und fahr zum Start. Wie wär's denn, wenn wir mal beim Autohaus vorbeifahren? Also erstmal überhaupt irgendein Auto kriegen? So? Das zum Beispiel? Und dann machen wir uns mal auf den Weg mit dem Esperanto zum Autohaus. Das müsste ja irgendwo rechts sein, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und mit dem Banshee sollte es dann ein leichtes sein. Entschuldigung. Dieses Autorennen zu gewinnen, würde ich sagen. Oder? Meint ihr nicht? Halt, hier sind wir falsch. Die Tankstelle ist kein Autohaus. Fundamentale Weisheit, sollte man sich merken. Haben wir denn zufälligerweise einen Banshee im Hause? Nein! Ach, wie ärgerlich. Das ist natürlich doof. Irgendwas anderes Schnelles. Nicht wirklich. Okay, dann fahren wir mal durch St. Mark's und schauen, ob wir einen Sentinel XS kriegen. Die fahren ja hier auf der Straße rum. Ups. Falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich nach rechts schauen und nicht nach rechts lenken. Okay, irgendwo muss doch hier mal so ein Sentinel rumstehen. Fahren, wie auch immer. Ich meine, Mafiosi laufen ja auch zu Massen rum. Okay, nehmen wir einfach mal die Querstraße und schauen, ob wir hier besser dran sind. Das sieht doch schon ganz gut aus hier vorne. Bingo! Treffer! Entschuldigung, ich brauche mal das Auto. Und damit haben wir jetzt auch einen schnellen Wagen, einen schnellen Schlitten. Das sollte doch passen. Ich glaube, mit dem sollten wir auch ein Autorennen gewinnen können. Gute Lenkung, relativ spursicher auch. Und schnell noch dazu. Gut, die treten tatsächlich mit Sportkarren an hier, aber das kriegen wir hin. Los. Ab geht's. Feuer! Ja, fahrt euch mal gegenseitig weg, genau. Das finde ich gut. Hahaha, halt. Das ist nicht so, wie ich das dachte, ehrlich gesagt. Verdammt. Ich dachte, hier gibt's alle 2 Meter so einen Checkpoint oder sowas. Toll, gleich erstmal zum Falschen gefahren. Das fängt ja super an. Ob ich das Autorennen so gewinnen kann, ich weiß ja nicht. Die fahren wir natürlich jetzt erstmal ganz schön weg, die Schweinehunde. Okay, das ist natürlich günstig. Die reiben sich ja alle auf an dem, am Verkehr, weil sie doof sind. So. Numero uno. Ging ja schneller als gedacht. Okay, jetzt hätte ich vielleicht gerade... jetzt bin ich wieder falsch gefahren. Mist. Ah, weg da. Komm schon, ich fahre so schon falsch. Okay, sind wir wieder letzter. Wunderbar. Also eigentlich nicht wunderbar, aber hey. So, der eine müsste ja irgendwo hier vor uns sein. Die anderen sind alle bei uns. So, wo haben wir den denn? Der ist hier schon durch, wie es aussieht. Wenn ich mir anschaue, dass hier schon irgendwelche Kannen quer stehen, dann weiß ich, dass der schon durchgefahren ist. Oh, ich bin Erster. Wann ist das denn passiert? Ich hab den gar nicht gesehen. Egal, ich frag gar nicht nach. Hauptsache, wir gewinnen das Ding. Das ist alles, was ich will. Das ist alles, was ich will. Oh Gott. Komm schon, um die Ecke mit dir. Ich muss sagen, ich bin so sehr an die Steuerung von den späteren Spielen gewöhnt, dass ich echt teilweise Mühe habe, mich hier reinzufitzen wieder. Aber wir schaffen das schon. Ich glaube, mittlerweile haben wir dann auch genug Freiraum, dass wir hier wirklich ganz gediegen, ganz gemütlich fahren können.
keine Ahnung, wie lange das Rennen jetzt noch geht. Wir fahren ja nur im Kreis hier die ganze Zeit. Aber ich lebe jetzt nicht wirklich in der Furcht, dass wir demnächst eingeholt werden oder überholt werden. So, hier schätze ich mal, wird es dann wahrscheinlich auch enden, oder? Nein? Noch eine Runde? Na gut, wie ihr meint. Mittlerweile ist es ja wirklich bloß noch ein Rennen gegen die Zeit. Okay, davon wird ein Punkt angezeigt und ich sehe keinen weiteren Punkt. Das heißt, dort könnte dann vielleicht sogar das Ziel sein. Ja, das ist es. Wir haben gewonnen. Gratulation, du hast gesiegt. In der unglaublichen Zeit von 171 Sekunden. Wann habe ich denn den Irrsinnsstand gemacht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist auch egal. Wir haben El Burro dann offenbar, hieß er El Burro? Ja, ich glaube, ne? Dann offenbar beeindruckt jetzt. Und der heißt die Butter? Oder ist El Burro nicht die Butter? Also ich habe keine, ich habe nie Spanisch gelernt, aber ich dachte, es wäre die Butter. Gut, jedenfalls sollten wir damit jetzt uns qualifiziert haben, eine richtige Mission für ihn zu erledigen. Aber das schauen wir uns erst beim nächsten Mal an, denn wenn das jetzt hier so regnet, dann habe ich keine Lust mehr draußen rumzulaufen, ganz ehrlich. Ich warte auf bessere Zeiten, auf besseres Wetter. So, hier drin ist eh kein Platz mehr für ein weiteres Auto. Speichern wir mal. Schauen, ob wir besseres Wetter kriegen. Nein? Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal speichern. Es wird nicht besser. Okay, dann würde ich sagen, beende ich auch die Aufnahme an der Stelle. Also, wir haben einen Einblick in die ersten Missionen von Liberty City bekommen. Wir haben festgestellt, man kann hier verdammt schnell Kohle machen. Wir haben jetzt schon fast 100.000 Dollar zusammen. Das haben wir in San Andreas, glaube ich, erst nach, keine Ahnung, 20 Stunden Spielzeit gehabt oder so. Also hier geht es viel, viel schneller alles. Scheiß Inflation, ne? Naja. Gut, schauen wir dann mal beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Und mittlerweile hat auch der Regen aufgehört. Ein Traum. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein, wenn wir dann wieder... What the fuck? Was war das denn? Wenn es dann wieder heißt, wir sehen uns in Liberty City bei GTA 3. Bis dahin. Willkommen zurück in Liberty City und ich stelle fest, das Wetter ist scheiße. So scheiße, dass die Leute sogar schon anfangen, vor lauter Frust andere Leute zu verprügeln. Ja, wir haben beim letzten Mal schon so einiges für Joey und Luigi erledigt und sind damit schon ein bisschen tiefer in die Mafia-Geschehnisse hier eingetaucht, um überhaupt erstmal anzukommen in Liberty City. Ja, und wir hatten schon die erste Mission für El Burro von den Diablos gemacht. Ja, und ich würde sagen, genau da setzen wir jetzt auch wieder an. Der scheint ja jetzt dann doch etwas mehr mit uns machen zu wollen, da wir ja unser Rennen auch gewonnen haben, unser Autorennen. Und da würde ich sagen, schauen wir doch mal, was man hier in der... Was sind das eigentlich für welche? Drogenkartell? Nee, Drogenkartell ist ja dann eigentlich die Kolumbianer. Keine Ahnung, was die so überhaupt mit uns machen wollen, die Diablos. Schauen wir einfach mal. Brandheiße Eiscreme. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no-goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threatened the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in Hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure these fools to their doom with the jingly jingly. They hide in a warehouse on Atlantic Key. The sizable content of my leather boots? Echt jetzt, Junge? Ja gut, hol die Aktentasche in Harwood ab, das machen wir doch sehr gern. Machen wir uns auf den Weg. Das klingt nach einer, wow, nach einer machbaren Aufgabe für uns. Ich habe auch noch mal so ein bisschen die Steuerung durchgeschaut. Also ich glaube, man kann tatsächlich die Kamera nicht bewegen, wenn man im Auto sitzt. Aber ich habe eine Sprint-Taste gefunden. Die war ziemlich doof gelegt. Ich habe ihn jetzt mal so gelegt, dass es eigentlich so ähnlich wie bei San Andreas ist, das Ganze. Von der Steuerung her. Ich sehe, muss ich zugeben, ein bisschen schlecht, weil es jetzt tagsüber ist und die Sonne selbst durch die geschlossene Jalousie ziemlich stark hier reinscheint. Na gut, ich glaube, ich muss hier oben hin, ne? Ich habe jetzt zumindest gerade unten nichts gesehen. Deswegen habe ich gerade so innegehalten, weil ich mir nicht sicher war, ob da irgendwas war. So. Dann wollen wir noch mal schauen.
Also die Diablos, ich glaube, das ist einfach irgendeine Straßengegend. Wir müssen auf die andere Seite. Irgendeine Straßengegend, die halt nichts mit Mafia oder so zu tun hat. Ah ja, da drüben blinkt doch schon der blaue Pfeil. Ah, hier ist das. Dann arbeiten wir doch auch sehr gern mal für die. Ich habe übrigens gesehen, ich habe mal so ein bisschen das GTA-Wiki durchgeschaut. Ja, wir sammeln erstmal kurz. Sucht ihr einen Eiswagen, machen wir gern. Ohne irgendeine Zielmarkierung. Ich weiß doch gar nicht, wo es ja Eiswagen gibt. Eiswagen, was auch immer. Ich hoffe, wir fahren jetzt auch ein paar rum. Ah, hier vielleicht nicht gerade. Achso, da drüben wird doch einer markiert. Okay, sehr gut. Ne, ich habe so ein bisschen in dem GTA-Wiki, das es im Internet gibt, mal rumgeschaut. Hat dabei festgestellt, es gibt auch einen El Budo im ersten Teil von GTA. Konnte ich mich zugegebenermaßen nicht mehr dran erinnern. Allerdings muss das nicht zwangsweise der gleiche sein. Der hatte halt vielleicht bloß einfach zufällig den Namen. Wer weiß. Was ich auch interessant finde, ich habe mir zu GTA 2 mal ein bisschen den Artikel durchgelesen. Und es scheint wohl so zu sein, also GTA 2 war ein Teil, der mal in der Zukunft spielte, als er rauskam. Nämlich 99 ist er, glaube ich, rausgekommen. Jetzt spielt er nicht mehr in der Zukunft, denn das Jahr, in dem das Ganze spielt, ist 2013. Ist sehr lustig, sich das anzuschauen mit dem ganzen Zukunftsvisionen und so. Was die da so hatten. Okay, dann packen wir den Eiswagen mal und schauen dann mal. Achso, die Melodie. Okay, geht ganz normal mit der Hupe, alles klar. Wunderschön, Mr. Whoopi. Das weckt so Erinnerungen an Vice City, als man dann so fröhlich Drogen vertickt hat. Stimmt mich irgendwie gerade so voll friedlich ein, ich weiß auch nicht. Okay, dann wollen wir aber uns mal nicht hier so damit mit der Melodie beschäftigen, sondern mal auch weiter uns hier mit der Mission. Ich habe übrigens auch festgestellt, es gibt offenbar tatsächlich keine Karte in dem Spiel. Also zumindest hat ein Freund von mir auch gemeint, er hat das Spiel nie durchgespielt, weil er keine Karte da drin hatte und ihn das so sehr genervt hat. Scheint mich offenbar nicht so sehr gestört zu haben, denn ich konnte mich daran nicht mehr erinnern, dass es hier keine Karte gibt. Na gut. Steig aus und spreng in den Eiswagen mit dem Fernzünder. Sehr gern. Kommt, Freunde, holt euch das Eis. Puff. War das jetzt richtig? Vielleicht? Wow! Ja, scheinbar hat es schon gestimmt. Ich hätte bloß nicht hier reinrennen sollen, einfach offenbar. Na, kriegen wir das hin? Jawohl, das klappt noch. Sehr schön. War ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob das noch funktioniert. Nachdem ich hier einfach so arglos reingelaufen bin. Ich habe, glaube ich, die Mission ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, die werden durch den Eiswagen angelockt und dann in die Luft gesprengt. Und nicht, dass ich die erschießen muss. Aber es hat sich ja niemand anlocken lassen am Anfang, ne? Na gut, hat ja noch irgendwie funktioniert. Ich glaube, El Budo sollte zufrieden sein. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht ganz so lief wie geplant. Wir leben. Und wir haben immerhin 100 Schuss für eine MP jetzt. Das ist auch ganz nett. Wer hätte gedacht, dass ich gegen 4 Bösewichte mit MP mit einer kleinen Pistole ankomme. Finde ich gut. Gefällt mir. Okay, 48 Lebenspunkte sieht nicht so gut aus. Wir müssen mal schauen, ob es hier vielleicht irgendwo ein bisschen Heilung für uns gibt. Sollte doch, ja. Sollte alles im machbaren Bereich sein. Kommen die jetzt öfter vorbei? Okay, sammeln wir mal kurz hier ein bisschen Leben für uns ein. Wir haben übrigens schon 100.000 Dollar zusammen. Ne? Das ist erstaunlich, wenn man so an die Verhältnisse in San Andreas denkt. Bis wir da mal 100.000 zusammen hatten. Naja. Aber ich weiß auch gar nicht, was man hier mit dem Geld alles machen soll, ehrlich gesagt. Denn, soweit ich mich erinnern kann, kann man hier keine Objekte kaufen oder irgendwas derartiges. Also theoretischerweise können wir das wirklich bloß in Geld, in Waffen stecken. Naja, schauen wir mal. So, auf jeden Fall machen wir jetzt direkt weiter mit El Budo.
und schauen mal, was wir diesmal für Schandtaten für ihn erledigen sollen.